Ja, willkommen zurück, meine Freunde, zu Darfdale Games Fishing in der Lederkarpfen-Mission. Wie gesagt, wir haben immer noch kein Lederkarpfen, aber das macht nichts, das ist auch gut so. Dann können wir nämlich richtig viel Zeit in Angeln investieren oder ins Angeln investieren. Ich werde jetzt mal weitere Stellen testen und looten. So, was können wir hier? Hier können wir auch mal testen. Mal direkt einfach nur fallen lassen. Oh, hier ist Weed. Ne, hier möchte ich aber nicht sein. Hier ist Weed. Dann mal ein Stückchen weiter raus. Was kommt denn da? Silt. Oh, 8 Meter. Fast. Da gucken wir uns das mal an. Also wie gesagt, das unterstreicht ja meine Theorie, die ich am Anfang gesagt habe. Maximal 12 bis 15 Yard rausschmeißen. Weit ihr braucht ihr nicht. Und ihr habt die Chance auf gute Fische, ne? Also ich habe ja am Anfang habe ich den Fehler auch gemacht. Ich saß links am Ufer und habe bis rechts rüber geschmissen. Völliger Quatsch. Am Angelwettbewerb, an dem Wochenende vom Angelwettbewerb habe ich festgestellt, man braucht nicht weit rausschmeißen, um viel Loot zu bekommen, beziehungsweise guten Loot oder gute Fische, sondern da hat sich ganz klar herauskristallisiert, maximal 15 Yards. Ich habe ja auch in den Screenshots, als ich nach Lederkarpfen gesucht habe, vielleicht Fangplätze, Methoden und so weiter und so fort, immer wieder festgestellt, dass die maximal bis 15 Yards gefangen worden sind. Ne? Also ich kann es nicht oft genug betonen, Leute, ihr braucht nicht weiter zu angeln als wie maximal 15 Yards. Testet es einfach aus und sagt mir, natürlich fangt ihr, wenn ihr 20 oder 25 oder 30 oder 50 Yards schmeißt, auch Fische. Keine Frage, aber ja, ihr seid nicht viel schneller als jetzt mit 12 Yards. Ne? Oder habt jetzt die Chance auf bessere Fische. Ich werde den jetzt mal langsam reinziehen über den Boden. Ah, da bin ich schon direkt auf Gravel. Deswegen gibt das nichts. Das ist genau eine Kante da. Mal weiter, mal schauen. Immer noch Gravel. Immer noch Gravel. Gravel, Gravel. Und jetzt gleich müsste Weed kommen. Gut, da können wir natürlich jetzt hier die Stelle vergessen, aber das ist jetzt nicht unser Problem. Es gibt genug Stellen, oder soll uns jetzt nicht berühren. Wir testen einfach mal hier. Auch Weed. Nicht so toll. Okay. Komme ich denn da unter die Brücke? Mich würde mal interessieren, ob ich da unter die Brücke komme. Silt, passt. Dann schauen wir mal, was das Start tut, ne? Hier vorne wird alles wieder Weed sein, deswegen habe ich jetzt mal ein bisschen weitergeschmissen. Ich glaube, an der Brücke, links von der Brücke, habe ich schon mal versucht zu angeln. Also wenn wir jetzt hier auf dieser Seite einfach links, also für uns jetzt vor der Brücke, da ist, glaube ich, so eine unsichtbare Mauer. Da kann man nicht wirklich angeln. Ich meine, ich hätte es schon mal getestet in dem Weekend. Oh, da geht einer runter. Wir müssen jetzt gleich Biss haben. Ich ziehe mal leicht ein bisschen an. Ah, geht sogar auf 4 Meter runter. Vierzehn. Da ist er dran. Ah, ein kleiner. Ja, kleiner Beam. Aber Klodeckel ist Klodeckel. Im Wasser sieht man ja nie, was das genau für Fische sind. Okay, ich werde mal schauen, dass ich hier ein bisschen weiter komme. Dann komme ich vielleicht näher an die Brücke ran. Hier kann ich auch noch. Gut, sehr schön. Oh, Silt hier direkt im Gebüsch.
Da bin ich mal gespannt, was hier passiert. Silt im Gebüsch ist immer schlecht. Hier vorne schwimmt einer direkt. Mal ein bisschen Alarm da unten machen. Ein bisschen bewegen den Köder. Aber ihr dürft auch nicht so viel drehen, ne? Ihr müsst ganz leicht drehen. Den jetzt wieder so ein bisschen über Grund ziehen. Oh, hier geht's wieder bis 4:30 runter fast. Aber ich wollte ja eigentlich unter die Brücke. Ich glaube, hier sind wir irgendwie an einer ganz falschen Stelle. Hier möchte ich auch nicht wirklich hin. So, gehen wir. Ich möchte unter die Brücke. So, ihr seht da hier, jetzt kann ich. Doch, jetzt kann ich wieder. Na, bin schon wieder an dieser komischen Stelle da. Da möchte ich ja eigentlich nicht hin. Ich möchte ja ein bisschen weiter noch. Wieder ein bisschen über den Boden ziehen. Aber hier scheinen die nicht so zu sitzen. Oh, da geht einer runter. Aber bis der auf 4:15 ist, das dauert aber einen Moment. Ich glaube, wir sind hier an einer unrealistischen Stelle. Ne, meine Freunde, hier können wir nichts. Hier können wir vergessen. Testen wir das Ganze mal hier. Stopp, das war falsch. Ich wollte casten. Der nimmt meinen Cast nicht an. Da muss ich vielleicht ein bisschen drüber. Der nimmt den immer noch nicht. Jetzt aber. Ja. Silt, aber jetzt nicht wirklich hoch. Aber mal schauen. Also hier ist jetzt wirklich viel. Versteckmöglichkeiten für den Karpfen. Und da haben wir ihn schon dran. Aber es wird ein Bream sein, schätze ich mal. Nee, kein kleiner Schuppenkarpfen. Ah, da werden die kleinen, die. Ich weiß nicht, ob die dicken da auch sitzen werden, aber. So, Longcast. Nicht Kurzcast. So, wo der jetzt auch hingeflogen ist, keine Ahnung. Ja. Ich hatte es mir nämlich gedacht, dass sie da unter der Brücke sitzen. Jetzt haben wir da einen Bream. Ja, 5er Bream.
Ich glaube nicht, hier sind wir ganz zu nah am Rand. Und wenn, ich glaube, da werden nur die Breams sitzen. Da kommen auf jeden Fall wieder Bläschen hoch. Das heißt, da sitzt Fisch. Ich ziehe den jetzt wieder leicht über den Boden. Aber der ist schon zu hoch. Nee, das ist nicht die richtige Stelle hier. Wobei hier vorne. Was passiert hier? Sild 3 Meter. Sollte passen. Da schwimmt auf jeden Fall einer, aber der scheint uns zu ignorieren. Und hier überall die Wasserblasen, seht ihr die? Das heißt, da sitzt Fisch. Hier sitzt also jede Menge Fisch. Aber scheinbar habe ich nicht den richtigen Köder. Ziehen wir mal leicht über den Boden wieder. Ah, Spiegelkarpfen. Ah, hier sitzen nur die Kleinen, ne? Ich hab's mir schon fast gedacht. Ich teste es nochmal hier. Ich möchte da so ziemlich hinten fast am... Ja, ich glaube, der war gut. Der war, glaube ich, gut. Ich habe aber nicht gesehen, wo der gelandet ist. Vielleicht habt ihr es gesehen. Also Leute, hier sitzen die auf jeden Fall. Merkt euch die Stellen. Könnt ihr dort auch angeln. Ich ziehe den jetzt wieder leicht über den Boden. Noch bewegt er sich nicht. Jetzt geht's los. Wieder mal absinken lassen. Na? Er will nicht so wirklich. Fischi. Aber ich weiß nicht, wo der gelandet ist. Ich möchte den kurz vor dem Ufer haben, auf der anderen Seite. Ihr könnt mir ja mal sagen, wo der... Der ist schon wieder hier oben. Wo der immer hinfliegt. Ich sehe das nämlich nie. So, jetzt aber. Der war prima. Aber der ist jetzt zu hoch. Jetzt muss ich ein klein bisschen, dass der Dreck... Auch noch zu hoch. Noch zu hoch. 1 Meter. 1,30. Ah, da scheint es nicht so tief zu sein, ne? Wobei, da hätte ich ihn gerne. Aber 1,30. Oh, jetzt hat er eine schöne. Jetzt hat er eine schöne Position erreicht. Da wird sich auf jeden Fall was tun, aber ich habe die Befürchtung Bream. Richtung Bream geht's dort. Ja, lass mal den mal da liegen. Ich weiß nicht, ob der... Ich habe mir ehrlich gesagt von dieser Stelle mehr erhofft, aber... Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Da passiert auf jeden Fall was.
Die Frage ist nur, wie lange müssen wir jetzt warten, bis da was passiert, ne? Da schwimmen sie schon. Vom Land sind sie ins Wasser gesprungen. Habt ihr das gesehen? Bestimmt vom 3-Meter-Brett. Ich muss den mal ein bisschen über Grund ziehen. Vier Meter, da muss da jetzt was tun. Da muss ich was tun. Das kann nicht sein. Da, sag ich doch. Also, es wäre mit dem Teufel zugegangen. Oh. Was haben wir denn da? Ach, wieder ein Kleiner. Gut, hier sitzen also die Kleinen. Haben wir das auch mal festgestellt. Nicht schlecht, der Specht. Ich würde sagen, wir werden mal weiter hier runter marschieren. Hier würde ich jetzt nicht unbedingt, hier hinter dem Schild würde ich vielleicht mal sagen. Hier, diese Stelle sieht doch nach einem guten Fang aus. Aber ob wir hier was fangen, das seht ihr natürlich wieder in der nächsten Folge. Ja, Leute, tut mir leid, die Folgen sind nun mal abends zu Ende. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid, wenn es heißt Darf der Games Fishing. Wir sind immer noch in der Lederkapfen-Mission. Wie gesagt, wir machen drehen so viele Folgen, bis wir einen 20 Pfund Lederkapfen haben. Wie lange das dauert, keine Ahnung. Das kann 10 Jahre dauern, das kann aber auch in der nächsten Folge schon zu Ende sein. Schreibt mir doch mal in den Kommentare, ob ihr genauso angelt wie ich auch, beziehungsweise ob ihr vielleicht auch mal den einen oder anderen Tipp oder Trick, den ich euch hier zeige, selbst anwendet. Das würde mich mal interessieren. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Daumen hoch und dass ihr eifrig immer meine Videos schaut. Bis dahin, tschüss, ciao und bye bye.